Herzlich willkommen zu diesem fünften Video aus der heutigen Videoreihe. Jetzt schauen wir uns, nachdem wir uns die User Stories genau angeschaut haben, nochmal den Product Backlog an. Und da speziell eine Aktivität, das sogenannte Backlog Refinement. Wir sind jetzt ja gerade im Wachstumssprint und versuchen jetzt an unsere Software, die also um Features zu erweitern. Allerdings ist jetzt nicht unser gesamter Entwicklungstag mit Coding voll, sondern wir betreiben tatsächlich fortlaufend Anforderungsanalyse. Das ist vielen nicht so in dem Ausmaß klar. Und das wollte ich jetzt hier nochmal kurz mit diesem Foliensatz darstellen. Also jetzt geht es ums Backlog Refinement. In älteren Büchern findet sich auch der Begriff Backlog Grooming. Aber Grooming war irgendwie anstößig, deswegen heißt es jetzt Refinement. So, vielleicht als Vorabbemerkung. Also wenn Sie einen normalen Product Owner im Team haben, ist es jetzt keineswegs so, dass der die ganze Zeit im Team hockt. Oder auch nicht in der Fachabteilung. Sondern ein Product Owner, der jetzt wirklich also diese Rolle ausfüllt, hat sozusagen zur einen Hälfte arbeitet er mit allen Stakeholdern, die es so gibt, führt Workshops durch, macht Diskussionen, führt Interviews, hat Abstimmungsrunden. Also was der da eigentlich macht, ist so ein ganz klassisches Requirements Engineering, so wie Sie das vielleicht schon in Software Engineering 1 kennengelernt haben. Also das ist ganz klassisch mit allen Techniken, die es da schon seit 10, 20, 30 Jahren gibt. Die anderen 50% seiner Zeit, die steht er dem Team zur Verfügung. Das heißt, da sitzt er neben den Entwicklern und beantwortet einzelne Fragen. Das heißt, man kann den bei dem vorbeigehen vielleicht sogar und mit dem einzelne Themen abstimmen oder dem mal eine Implementierung zeigen und fragen, naja, würdest du das so abnehmen oder nicht? Und was er mit in Summe 10% der gesamten Entwicklungszeit, das ist ein halber Tag pro Woche, macht, ist halt dieses Backlog-Refinement, wo es jetzt darum geht, den Product-Backlog sozusagen zu detaillieren und weitere Details reinzuschreiben. Also hier geht es eigentlich um die Arbeit an vorhandenen User-Stories, die wir dann weiter detaillieren wollen. Und um diese 50% geht es heute, speziell um das Backlog Refinement. Um uns den Prozess nochmal zu vergegenwärtigen, hier nochmal kurz der Gesamtzusammenhang. Hier, dass der hier, der Herr mit dem PO und dem Eurozeichen, das ist der Product Owner. Der kriegt von allen möglichen Stakeholdern des Auftraggebers die Anforderungen. Und dann laufen die Anforderungen als User Stories hier rein in diesen Trichter. Das heißt, das sind die 51% der Arbeitszeit vom Product Owner. Er redet mit allen Stakeholdern. Und er überlegt dann, formuliert die Anforderungen hier rein oder lehnt auch Anforderungen ab, die nicht realistisch baubar sind. Also auch das ist ein wichtiger Job vom Product Owner, Sachen einfach abzulehnen. Und dann diffundiert sozusagen eine Anforderung hier durch den Product Backlog durch. Ich habe den hier mal so als Trichter dargestellt. So die Darstellung ist aus dem Video von den Knieberg geklaut. Finde ich eigentlich ganz gut. Und die Anforderungen werden hier mal weiter verfeinert und bearbeitet. Das ist das Backlog Refinement. Und irgendwann sind die so fein, dass man die sozusagen als im nächsten Sprint umsetzen kann. Dann haben wir genug Informationen, um das machen zu können. Dann gehen hier zum Team und das Team erzeugt ein Inkrement. Das Inkrement wird an den Auftraggeber vielleicht ausgeliefert und dann hat er wieder neue Anforderungen und so schließt sich der Kreis. So, und dieses Backlog Refinement, was ist das jetzt? Das liegt in der Verantwortung des Product Owners, das zu organisieren und das Ziel ist ein, sagen wir mal, guter Product Backlog. Da gibt es einen Kriteriensatz vom Roman Pichler, nennt sich Deep. Das heißt, der Product Backlog ist geeignet detailliert. Das heißt, die User Stories, die kurz vor der Umsetzung sind, sind sehr feinteilig. Die Sachen, die noch 1000 Jahre in der Zukunft liegen, sehr grobteilig gemacht. Also das ist detailed appropriately. Die sind durchgeschätzt natürlich in Story Points, dass man ungefähr einschätzen kann, ist das jetzt schon sehr feinteilig, 3, 4 Story Points oder haben wir noch gar keinen Plan, 100 Story Points. Und das ist natürlich eine Struktur, die sich fortwährend entwickelt. Deswegen pflegen wir sozusagen wöchentlich diesen Product Backlog und nicht einmal als Riesenspezifikationsphase am Anfang des Projektes. Und natürlich ist er durchpriorisiert oder bewertet irgendwie, dass wir halt eine Wichtigkeit nach Geschäftswert oder nach Dringlichkeit von den User Stories haben oder von den Anforderungen im Allgemeinen. Und jetzt gibt es regelmäßig so eine Refinement Session, das also einmal pro Woche sollte man sowas halten. Und was sie da machen, das Team schätzt zusammen mit dem Product Owner neue User Stories und priorisiert die neuen Stories im Product Backlog.
Die Stories, die in den nächsten Sprint rein sollen, die werden nochmal genau gereviewt und durchgesprochen und vielleicht werden Details ergänzt und es werden noch weitere Fragen gesammelt des Teams, sodass der PO vielleicht nochmal andere Stakeholder von denen nochmal Details erfragen kann. Sagt und nochmal, das ist 10% der gesamten Arbeitszeit, das heißt auch jedes Teammitglied ist einen halben Tag die Woche, das sind 10%. Damit beschäftigt, die Requirements zu detaillieren. Also auch in Scrum sind sie auch nicht den ganzen Tag am Coden oder Testen. Also Requirements-Spezifikation ist ein signifikanter Teil ihrer Arbeit und für die Requirements ist nicht nur der PO zuständig, und das ist so ein beliebtes Missverständnis, sondern auch das Team. So, jetzt kann man, malen wir das nochmal auf, wie funktioniert diese Verfeinerung? Das heißt also, von oben in den Trichter läuft typischerweise so ein Epic rein, das ist eine ganz vage formulierte User Story. Wenn Sie die schätzen würden, hat die über 20 Story Points, was eigentlich heißt, die ist zu groß, wir müssen sie noch verfeinern, ist ein vages Thema, was in weiter Zukunft noch zu machen ist. Dann fangen Sie an, das Ding zu detaillieren und wir sind immer noch so ein bisschen oberhalb dieser 20 Storypoint-Größe, haben wir aber schon genug Informationen, dass wir jetzt statt der 100 Storypoints vielleicht nur noch 20 haben. Also jetzt kommen wir langsam in den Bereich rein, den wir genau verstehen, sodass wir das langsam anfangen können einzuplanen. Und wenn wir dann die ersten Diskussionen führen und die Akzeptanzkriterien ergänzen, also vorher war das einfach nur eine Überschrift, jetzt fangen wir an, sozusagen Details hinzuzufügen. Wir haben Akzeptanzkriterien und fangen an, die User-Story genauer auszuformulieren. Dann haben wir sozusagen die großen Stories in kleinere zerhackt. Das heißt, jetzt können wir einen Bereich rein, wo wir langsam von 20 Storypoints auf so 13 und kleiner runterkommen. Und jetzt können wir tatsächlich eine genaue Aufwandschätzung durchführen. Und die Aufwandschätzung ist jetzt auch valider als da oben. Also mehr als 20 Storypoints heißen eigentlich, na, wir haben eigentlich keine Ahnung, wie aufwendig es ist, wenn wir in den Bereich so von 13 Storypoints oder drunter kommen. Das heißt, dann haben wir schon eine Einschätzung, naja, könnte langsam im nächsten Sprint umgesetzt werden. Genau. Und wenn wir es genau verstanden haben, dann erfüllt die User Story auch noch die Invest-Kriterien oder die Akzeptanz, die Definition of Ready, sodass wir dann wirklich sicher sind, dass wir das gut genug verstanden haben, dass es klein genug ist, dass es im nächsten Sprint umgesetzt werden kann. Das wäre hier so der grüne Teil. Und dieser sozusagen Zermalungs-, Verfeinerungs-, Aufteilungs- und Wiederzusammensetzungsprozess, darum sollte es jetzt in diesem Foliensatz gehen. Also, wie man sozusagen von Epic runterkommt zur User Story. Wichtig an der Stelle ist, es ist kein wirklicher Verfeinerungsprozess. Also im Sinne von, Sie haben eine Kettensäge, Sie nehmen Epic, zersägen das in kleinere Teile, dann sind da kleinere Epics, dann zersägen Sie die kleineren Epics wieder in kleinere Teile und so weiter. So ist es nicht, sondern es ist auch ein Rekombinationsprozess. Das habe ich hier mal versucht in der Grafik so ein bisschen darzustellen. Also es kann sein, dass ein Aspekt aus dem einen Epic und ein Aspekt aus dem anderen Epic in eine gemeinsame User Story mündet. Oder dass eine User Story sozusagen zerlegt wird und das wird aber rekombiniert mit Inhalten aus anderen User Stories. Also ist keineswegs sozusagen schrittweise Dekomposition, sondern mehr so ein Neuzusammensetzungsprozess und nur teilweise eine Zerlegung. Also das sollte man vielleicht auch noch im Hinterkopf behalten. So, und was wir machen können, ist jetzt im Laufe dieses Verfeinerungsprozesses und im Laufe der Zeit, wir können die sogenannte Straßenbaumetapher der folgen. Das heißt, wenn wir ein Problem haben, also unser Nutzer will was tun mit dem System, reicht es ja, wenn wir ihm erstmal eine ganz einfache Funktionalität zur Verfügung stellen. Bei der Straßenbaumetapher wäre das so ein Feldweg. Also ich komme irgendwie von A nach B, ist noch nicht schön und es ist huckelig und ich muss vielleicht sehr viel zu Fuß gehen, aber ich komme durch und ich komme mit Workarounds klar. Dann kann ich anfangen, das schrittweise aufzubauen mit etwas mehr Implementierung und weniger Handarbeit. Also Pflastersteinstraße und dann baue ich das sozusagen Stück für Stück immer komfortabler aus mit immer mehr Sicherheitsprüfungen, mit immer mehr Komfortfunktionen und immer mehr Automatisierung. Also komme ich sozusagen vom Feldweg über die Pflastersteinstraße zur asphaltierten Straße und irgendwann zur Autobahn, wo das Ding dann sozusagen luxuriös alles automatisch macht mit allen Konsistenzprüfungen und möglichst viel Automatik. Beispiel, wie sowas funktionieren kann, ist, ich habe hier einen Feldweg. Als Buchhalter will ich zum Beispiel Rechnungsdaten aus dem System kopieren können und dann baue ich die Rechnung selber mit der Textverarbeitung zusammen. Für wenige Kunden kann das noch gehen, dass ich die Rechnung zu Fuß erstelle, natürlich für eine Million Kunden nicht mehr. Aber wenn Sie ein neues System bauen, das gerade frisch eingeführt wird, haben Sie auch erstmal keine Millionen Kunden. Die kommen erst mit der Zeit und dann haben Sie noch Zeit, dieses
sagen wir mal, diesen Feldweg zur Autobahn auszubauen. Pflastersteinstraße könnte dann sein, als Buchhalter will ich so eine minimale Rechnung herausschicken mit Rechnungsdatum, Kunde, Mehrwertsteuer. Und vielleicht will ich die noch selbst im Briefumschlag tun. Und vielleicht will ich noch ein paar Sachen manuell ergänzen. Asphaltierte Straße wäre dann, der Buchhalter will eine ausführliche Rechnung haben mit einer Rechnungsposition, allen Teilinformationen und die soll automatisch erstellt werden, aber er versendet das Teil noch zu Fuß, also packt es vielleicht noch selber in den Briefumschlag. Und Autobahn wäre dann halt komplett automatische Versendung inklusive Versandstraße und der Buchhalter hat eigentlich nichts mehr mit dem Versand zu tun. Also Sie sehen, ich kann dasselbe Problem auf verschiedenen, in verschiedenen Ausbaustufen lösen. Und Sie sehen, also da kommt sozusagen von Schritt für Schritt wird eine User Story immer wieder aufgegriffen und immer weiter verfeinert und stärker automatisiert. Also auch das kann so dieser Reifungsprozess im Product Backlog sein. Nur eine User Story wandert immer wieder zurück. Also als Alternative zu dieser Dekomposition. So, wie kann ich jetzt die Dekomposition, dieses Schneiden von User Stories machen? Da kann man sich so verschiedene Kriterien vornehmen, wie man das Schneiden machen kann. Ich kann nach Daten schneiden. Das heißt, ich muss ja nicht den gesamten Datensatz anlegen, sondern ich kann ja jeden Teildatensatz als eigene User Story formulieren. Ich kann nach Usern oder Rollen schneiden. Also der Chef wird sicherlich andere Bedürfnisse haben wie der Standard-User oder wie der Admin. Oder ich kann nach Schritten im Prozess schneiden. Das heißt, wenn es ein komplexerer Ablauf ist, nehme ich einfach jeden Teilschritt als einzelne User-Story. Oder ich kann die Akzeptanzkriterien nehmen. Das sind ja häufig so Sonderfälle und Einzelteile und besondere Funktionen dargestellt. Und auch die kann ich dann drunter detaillieren als einzelne User Stories. Also ich finde eigentlich in der User Story, die ich sage, wenn ich mir die genau genug vorstelle, wenn ich Details habe, genügend Ansatzpunkte, um das so eine große User Story in kleinere zu zerlegen, um die dann im nächsten Sprint bauen zu können. Beispiel, wieder als Benutzer will ich Informationen zur Speisekarte verwalten können. Das könnte so eine allgemeine User Story sein und ich führe jetzt an dem Beispiel mal das Schneiden vor. Also ich könnte jetzt sagen, als Benutzer will ich Titel und Beschreibung einer Speise verwalten können. Ich will die Zutatenliste der Speise einzeln pflegen können. Ich will den Preis einer Speise bestimmen können. Ich will die Speise als Sonderaktion kennzeichnen können. Ich will noch ein Foto dazu speichern können. Ein paar Sachen können Sie sicherlich sehr schnell als einzelnes Formular dazu bauen. Also das ist, wahrscheinlich ist dann der Aufwand dieses Schneidens größer als der Codieraufwand. Aber bei so Themen wie Foto hochladen, das ist meistens ein bisschen aufwendiger. Das kriegen Sie mit so einem einfachen Restaufruf nicht mehr ganz so gut hin. Also das kann man sicherlich als eigene User Story abspalten. Also schneiden nach Daten. Ich kann nach Schritten speichern. Als Benutzer möchte ich eine neue Speise anlegen können. Ich möchte sie entfernen können. Ich möchte sie zur Speisekarte hinzufügen können. Ich möchte sie aktiv schalten oder inaktiv schalten können und so weiter. Also haben Sie so einen Workflow mit einzelnen Schritten anlegen, ändern, löschen, aktiv schalten, inaktiv schalten, gewisse andere Zustandsmodelle durchlaufen. Und das kann ich jeweils als Einzelschritt formulieren und als User Story unterbringen. Ich kann das nach Rollen oder nach Personas unterscheiden. Da kann ich ja sagen, dass der Chef, der Geschäftsführer, will Informationen zu einer Speisekarte verwalten können. Das sind wahrscheinlich andere Informationen, als der Koch vielleicht zu einer Speise verwalten will. In meinem Pizzabringdienst, der kann vielleicht will der Koch Notizen und Feedback unterbringen, während der Geschäftsführer vielleicht nur Termine, wann das veröffentlicht wird, unterbringen will. Und ein Kunde will vielleicht weitere andere Informationen zu einer Speise pflegen, wie zum Beispiel, ob es ein Lieblingsgericht ist oder ob eine besondere Änderung an den Zutaten haben will. Sie sehen, nach Rolle kann man auch schneiden. Oder nach Ausgabemedium, ne? Sie sagen, ich will das als Weboberfläche haben oder als iPhone oder als Android-Oberfläche und schwupp, haben Sie schon wieder nach Ausgabemedium geschnitten. Oder als Sie wollen das als Weboberfläche haben oder Sie wollen ein Skript als Admin dagegen fahren, um irgendwelche Auswertungen zu machen. Man kann noch weitere Möglichkeiten verwenden, um zu schneiden. Ich habe jetzt hier einfach mal aus dem Buch von Bean Leffingwell zu Agile Requirements nochmal ein paar Sachen abgeschrieben. Ich kann auch Geschäftsregeln, also mit Variationen in Geschäftsregeln verwenden, um die Sachen zu schneiden. Also was ich kann, bestimmte Kundengruppen separieren und für jede Kundengruppe einzeln User Stories machen, Großkunden, Kleinkunden, Kunden in Norddeutschland, Kunden in Süddeutschland, also junge Kunden, alte Kunden. Also auch da kann ich eventuell, wenn sich die Verarbeitung unterscheidet, andere User Stories machen. Ich kann auch sozusagen den einfachen Teil vorziehen, das ist sozusagen mein Feldweg, und den komplexen Teil
nachziehen, sodass ich sozusagen einfache und komplexe Teile voneinander trenne, wie bei meiner Straßenbaumetapher. Oder ich kann Variationen in den Daten vielleicht als Kriterium verwenden. Vielleicht will ich ja Nachrichten in verschiedenen Sprachen versenden und dann mache ich erst Englisch und danach dann Deutsch, Spanisch und Arabisch. Oder ich trenne nach Ausgabekanälen als oder Ausgabeformen. Ich gebe es als Text raus, als Tabelle, als Verbrauchskurve und so weiter. Auch da kann ich verschiedene User-Stories draus machen. Also Sie sehen, aus so einer ganz einfachen User-Story kann ich durchaus eine ganze Menge Teil-User-Stories ableiten, um so von so einem großen Epic zu kleinen, für einen Entwickler an wenigen Tagen implementierbaren Teil zu kommen. So. Was ich dann nach dem Schneiden natürlich mit den User Stories mache, ich schätze dann die entstandenen Bruchstücke wieder in User Story, mit Story Points oder den T-Shirt-Größen, je nachdem wie ich arbeite. Ich fange an, die Teile zu priorisieren. Möglicherweise ist ja ein Bestandteil sehr wichtig und wird sofort umgesetzt, während große Bestandteile vielleicht erstmal auf Halde gelegt werden oder sogar gestrichen werden, weil man irgendwelche Datenfelder absehbar nicht braucht oder weil man halt zum Beispiel zu Speisen einfach kein Foto haben will. Wie gesagt, also dann nach dem Schneiden setzt wieder ein ganz normaler User-Story-Verarbeitungsprozess ein, wie wir den schon ein paar Mal besprochen haben. So, das war's jetzt zu den User-Stories und zur Pflege des Product-Backlogs. Damit sind wir dann endgültig mit diesem Thema durch. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.